Junge! So, dann haben wir hier den Computer. Also das ist das Spielprogramm. Hier hast du die 1, 2, 3, das sind die Zyklus, aber die sind meistens eigentlich nur für Montage und solche Sachen, für Testfahrten, weißt, wenn du nicht die ganze Zeit Bock hast, den Hebel zu drücken. Also benutzen wir, diese Testfahrten sind für eine normale Fahrt total unbrauchbar, brauchst du gar nicht nehmen. Die gehen ja auch nicht mal, gehen ja auch nicht mal 3 Minuten. So, kann ich gleich umstellen, brauche ich dann sowieso manuell, ne? Ja. Hast du hier, haben wir den Drehzahlmesser für den Hauptarm, für die Pendelstange. Das ist die Drehscheibe, das ist quasi unten das Kreuz, das Gondelkreuz. Das beschleunige quasi, das Gondelkreuz beschleunige ich hier und den Arm beschleunige ich hier. Und mit dem Joystick habe ich mir schön Zopfgummi hier rumgemacht, weil hier die Italiener haben mir so einen richtig geilen Plastikrand gelassen. Kriegst du wunde Finger? Kriegst du hier, das sieht das immer so aus. Na super. Und ja, so, das funktioniert so, ich drücke dann auf Start, dann hat er 3 Sekunden Verzögerung, dann fährt der Arm hoch. Dann wird das Kästchen hier grün, dann drücke ich den hoch, halt, so schnell wie ich halt unten das Kreuz drehen möchte. Dann wird das hier grün, dann haue ich hier meinen Joystick rein, den Joystick muss ich mit der Bewegung halten, drücke hier drauf, zack, fährt der Arm eigentlich los. Dann hast du hier die Gondelbremse, das hier, das ist für die Gondeln zum Zumachen, ist hier auch nochmal alles überwacht. Komplett, quasi hast du alles drauf hier, was du eigentlich brauchst für den Fahrablauf. Dann hast du hier noch alles detaillierter, dann hast du hier die ganzen Sensoren, einzelne Sensoren fürs Hochfahren, Rumfahren etc. Papa. So, zur Spracheinstellung. Dann haben wir hier einen Test, den wir jeden Tag machen müssen. Ohne diesen Test können wir quasi überhaupt nicht fahren. Wir testen da alles, quasi die ganzen Umrichter, die ganzen Motoren, also alles wird da quasi auch überprüft, dass alles passt. Und wenn die ganzen Lichtchen hier grün sind, so wie es sein sollte, gut, der ist jetzt aus, weil das ist für den Betrieb. Das brauche ich jetzt noch nicht. Da müssen alle grün leuchten, da kann ich fahren quasi. Ich also das System weiß, ob du die Tests gemacht hast oder nicht. Richtig, genau. Und das mache ich quasi jeden Früh um 9, 8, 9 stehen wir auf und gehe ich mit den Leuten hier raus und mache das. Und die schmieren dann auch oben ab. Ich schmier quasi jeden Tag schmieren wir oben den Hauptarm ab und das Gondelkreuz. Und alle 3, 4 Tage machen wir dann die Gondeln einzeln. Ne? So viel wir mal brauchen. So. Dann hast du hier den Montagebetrieb. Das quasi hier kann ich manuell den Arm hochfahren und runterfahren. Dann Pendelstange statt Umrichter, das natürlich dann, wenn ich den Arm drehen möchte. Ne? Dann drehen wir dann quasi mit 2 Umdrehungen rum, wenn wir ihn abschmieren, aber ganz langsam. Das ist die Pumpe, die lassen wir früher mal warm laufen, damit die Giovanni, wenn es losgeht, weil sonst kriegen wir mal Probleme. So, hier ist auch nochmal hier alles angezeigt. Ja, das sind eigentlich so ziemlich alles. Also schon ein bisschen komplizierter, ne? Wie so ein Breakdance zum Beispiel. Ja, und sonst hier sind die ganzen Lichter. Steht ja auch drauf, Leitbanner sind die Medaillons vorne, das für die Gondeln, das für den Arm, das ist ein Stroh, das ist Red and Blue Spots, haben wir also genannt, aber das sind halt die 2 Scheinwerfer, wo hinter die Medaillons sind, die wohl die Farbwechsler machen. Dann haben wir noch die White Spots, aber die macht man nie an, weil die fressen Strom wie die Feuerwehren. Das leuchtet dann wieder Sterne über Jerusalem, wenn ich die anschalte. Ja, das ist richtig hell, das Teil. Wie sind die? Hier unten, die weißen, das sind 8 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die machen ach, die. Richtig, die haben richtig Watt hier, die gehen ab wie die Feuerwehren. Wenn was passiert oder so, ne, dass du halt mal Licht hast, ne, da hast du auch ein richtiges Licht da, ne? Das ist ganz cool eigentlich. Rekord waren 4 Stunden. Jetzt normal brauchen wir 6-7 Stunden. Aufbauzeit, so ein Tag mit allem drum und dran. Ne? Das ist alles genutzt, das war das Spielbereich, so ein Tag. Geschäft wurde 2014 gebaut. Einweihung haben wir gehabt in Nürnberg damals. Zum Qualer Premiereplatz. Wie hoch ist die Kotzrate? Die Kotzrate? Die ist eigentlich gar nicht so hoch. Okay. Die fahr human. Also es gibt schon ein paar Leute, die vertragen es nicht, aber normal ist die Kotzrate eigentlich ziemlich gut. Okay. Fahrerblau, also ist eigentlich alles dabei. Wir haben ein bisschen Schaukeln haben wir dabei, dann haben wir den normalen Überschlag mit fester Gondelbremse, dann Gondelbremse auf, dann haben wir den Überschlag kopfüber mit Gondelbremse. Ja, es geht halt rund. Schwingt das System frei? Ja, ich mache das alles mit dem Joystick, also ich kann den Arm komplett beeinflussen. Also ich kann eigentlich fast eigentlich nur den Arm beeinflussen, ich kann dann noch einstellen, wie schnell das Gondelkreuz dreht halt. Ne? Und je nachdem, wie du das Geschäft fährst, drehen sich halt die Gondeln. Also wenn du so lange genug mit dem Geschäft zu tun hast, dann weißt du, wann, wie, wo die Gondel dreht. Also wenn jetzt einer einsteigt so, und sagt zu mir, ich möchte ein bisschen härter und so, dann weiß ich ja, wie, wo die Gondel jetzt extrem schnell schlägt zum Beispiel. Ne? Dann manchmal schaffe ich es auch, also schaffe ich es selten, aber das ist ganz schwer mit dem Geschäft, dass du die Gondel so viermal hintereinander spinnen lässt. Das ist ganz schwer, aber das vertragen die Leute auch. Manchmal schaffe ich es. Das war ganz schwer, wenn du mich erinnerst. Und wie viele Leute das drin sitzen, wie verschwunden du da hast, alles. Wie das Kreuz gerade richtig rumdreht, wenn du oben drüber fährst. Das schaffst du nicht. Das hat mir ein Propeller, das Ding. Zwei Transporte, wenn wir die Mitte bauen, die Rolle. Das ist drauf, alles war da. Okay. Die Lichtelemente sind auch.
Wir haben jetzt 22 Meter, der fährt ja 7 Meter jetzt noch mal oben. Ja. Da haben wir 22 Meter Sekunde die Lupe. Also da ist auch nichts dazu, nichts irgendwie aufgerundet oder sonst was. Wir haben wirklich 21,80 Zentimeter haben wir die Lupe. Keine 25 Meter. Läuft das Ding abends Vollspeed oder hast du nur rein theoretisch? Mittag arbeite ich ein bisschen weniger mit der Gondelbremse. Weil die Kunde habe ich nicht übertragen, dass nicht so, wenn du die ganze Zeit mit der Gondelbremse fährst und solche Sachen musst, dann mache ich ein bisschen langsamer. Von den Armen ist ja, lege dann schon mal ein paar Runden drauf. So. Dann mache ich auch dann mal ein bisschen länger, so, wenn dann nichts los ist. Ist der von der Geschwindigkeit rein theoretisch nach oben frei? Nee, ist vom TÜV alles abgegeben. Okay. Dann kann ja sein, dass ihr auch da drunter noch fahrt. Nee, fahren. Also normal, ich fahre auch Mittag mit der Vollgeschwindigkeit. Okay. Also, ja, bloß die Gondelbremse ist halt immer so. Effekt, wo sie deutlich kommt. Wie viele LEDs sind verbaut? Oh. Ja, das ist immer. Beste Frage. Wie vorne die Deko-Elemente? Sehen wir. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Wir haben jetzt hier hinten auch Gondelbeleuchtung, weil weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Haben wir jetzt hinten dran gemacht, Gondelbeleuchtung hinten dran, ja. Die kriegen aber auch noch einen Farbwechsel, die leuchten jetzt im Moment bloß grün, weil wir noch mehr Wechselstrom drauf haben, aber am nächsten Platz sollten die dann eigentlich auch rot leuchten. Hier ist auch so geil. Sie haben den Mittelbau, Achsen sind vorne. Der ist unten noch länger mit einer Bratze unterbockt. Sonst noch was? Wir läuft von vorne rein. Eigentlich früh ist nur wichtig, dass du die Pumpe anmachst, dass sie warm läuft. Halt, ne? Mehr eigentlich. Der läuft von den Infinity muss man, glaube ich, warm fahren. Ja. Ja. Er fährt ja gerade warm. Drei, vier Fahrten, bis der warm ist. Eigentlich haben wir ja fast vier Transporter. Wohnwagen noch vier Transporter, ne? Ja, die zwei. Also mein Wohnwagen ist ein Wohnwagen. Dann steigen haben wir noch hinten drauf. Wahrscheinlich alles. Ja. Mehr gibt es nicht zu erzählen, wir sind langweiliger Laden. Wie kompliziert oder pflegeleicht ist das Geschäft so im Ganzen? Also ich sag mal technisch sehr anspruchsvoll, elektronisch sehr anspruchsvoll, aber so, dass die Leute schon damit zurecht. Ich sag schon nicht, wir sind ja ein richtiges Tech-Team, wenn man alles zusammen hat. Kennst du dich einer der anderen, er ist ein bisschen der Stressmacher, ich bin ja dann auch wieder tief. So, dann müssen wir natürlich auch mal gucken, wie es euch geht. Kein Problem, können wir ein. So. Hat noch jemand Fragen? Will? Möchte irgendwer rauskommen? Wollte Arne nochmal.